Mein Name ist Jorge, ich komme aus El Salvador. Ich heiße Melissa und komme aus Frankreich. Mein Name heißt Po Chen Tan, ich komme aus Singapur. Ich heiße Paula, ich komme aus Mexiko. Ich heiße Franka, ich komme aus Japan. Das Studienangebot hier in der Universität ist super, weil es 75 unterschiedliche Studiengänge gibt, zum Beispiel Musik, Kunst und auch nicht nur Wissenschaft, was ich studiere. Man kann einfach studieren, was man will. Die Dozentin und die Professoren sind sehr, sehr, sehr super. Natürlich sind sie sehr freundlich, sehr nett und auch in sehr, sehr hohem Niveau. Sie sind nahbar und sie haben gute Kompetenz und wir können einfach fragen, wenn wir Fragen haben. Ich finde, der Campus ist sehr toll, weil wir haben alle Fächer hier auf dem Campus zusammen. Wir sind hier eine volle Campus-Uni. Auf dem Campus haben wir Leute von über 120 Nationen aus 6 Kontinenten. Ja, man kann wirklich die Welt hier auf einem Campus treffen. Ja. Also es gibt viele verschiedene Aktivitäten. Ich habe viele von den Sportprogrammen profitiert. Also ich habe zum Beispiel Sporttauchenkurs gemacht, ich habe Jiu-Jitsu gemacht. Also Zusammenleben mit anderen Studenten ist sehr interessant, weil ich koche manchmal mit Freunden, mit Nachbarn. Und, ja, das ist sehr interessant, sehr interkulturell. Es gibt viele Studenten in Mainz. Und man merkt das auch an der Menge von Kneipen irgendwie in der Stadt. Also die Stadt ist sehr jung, finde ich. Die Stadt ist wirklich jung und das merkt man auf den Straßen selbst. Und was typisch ist, ist diese Weinfesten, was man in Berlin vielleicht nicht hat oder sowas. Ja, ich habe den Eindruck, in Mainz gibt es jeden Monat ein Fest, so Johannesfest, Fastnacht, Weihnachtsmarkt. Weinfest. Es gibt jeden Monat etwas und das finde ich richtig cool, weil dann treffen sich einfach die Leute jeden Monat für etwas zu feiern. So. Ich finde sehr schön, dass der Rhein in der Nähe ist. Es ist großartig für die Studenten, weil im Sommer zum Beispiel man kann an den Rheinstrand gehen, die Sonne genießen, Volleyball spielen. Und der Frankfurter Flughafen ist 25 Minuten entfernt, sodass man jederzeit in andere Länder reisen kann. Hier gibt es viele interessante Unternehmen, große Unternehmen wie Banken, Versicherungen, Radio, aber auch viele kleine oder Start-up-Unternehmen, die viele Arbeitsplätze für die Studenten anbieten. Mainz ist sehr, sehr nett. Ich habe auch woanders gewohnt hier in Deutschland und die Mainzer sind besonders nett, würde ich sagen. Sie haben auch eine bestimmte Art und Weise, mit den Leuten zu reden. Und sie sind insgesamt lockerer, würde ich sagen, als die anderen Deutschen, die ich woanders kennengelernt habe. Die meisten sind sehr offen und herzlich. Sie begrüßen dich immer so herzlich, würde ich sagen. So, ja, Paula, wie geht's dir? Und was hast du am Wochenende gemacht? Und wie läuft alles zu Hause? Wie sind deine Eltern und so? Und sie feiern auch gerne, aber zusammen, nicht alleine. Und das gefällt mir auch. Es ist ein bisschen wie zu Hause.